Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich freue mich sehr über diesen Empfang und ich freue mich auch sehr über dieses Video, weil ich denke, dass das auch noch mal gezeigt hat, was hier in diesem Lande schiefläuft und gerade auch in Hessen. Ich meine, die Zocker sind ja nicht nur damals gewesen, die Zocker sind ja bis heute unter uns. Hier in Frankfurt sitzen sie nach wie vor in ihren Banktürmen und man legt ihnen nicht das Handwerk. Und wir als Linke, wir sagen, man muss ihnen aber endlich das Handwerk legen. Auch darum geht es bei dieser Landtagswahl, auch darum geht es in der Bundesrepublik, dass nicht mehr wenige Spekulanten sich bereichern können, sondern dass endlich ordentliche Arbeit gut bezahlt wird. Weil ich bin überzeugt, jede Pflegekraft leistet letztlich mehr als all diese Investmentbanker zusammen. Und deswegen wollen wir, dass Pflege gut bezahlt wird und nicht Zockerei und Spekulation. Ich muss mich insoweit entschuldigen, ich bin eben erst gekommen, das heißt, ich konnte von den Vorrednern niemanden hören. Deswegen ist jetzt ein kleines Risiko, dass ich vielleicht das ein oder andere Argument nenne, was Sie schon gehört haben. Andererseits finde ich allerdings auch, in diesem Land wird so viel gelogen, da kann man die Wahrheit ruhig auch zweimal sagen. Aber Sie verzeihen es mir dann, wenn ich es eben doch noch mal bringe, was schon einer gesagt hat. Ich konnte deshalb nicht früher kommen, weil ich in Bayern war, in Aschaffenburg war und dort zu einem Wahlkampfauftritt. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich grandios, dass wir in Bayern jetzt bei einer Umfrage, aber einer ganz zentralen Umfrage bei 5% stehen. Und ich muss sagen, damit ist wirklich die Chance, dass wir in diesen Landtag reinkommen. Und ich finde, und das habe ich auch in Bayern natürlich immer wieder im Wahlkampf gesagt, also wer die so richtig ärgern will, die Söders und Seehofers und Co., der muss eben dort auch Linke wählen, weil das ist die maximale Ohrfeige, die man ihnen verpassen kann. Aber zu Hessen muss ich auch sagen, also wenn es jetzt soweit ist, dass wir in Bayern mit 5% in den Landtag einziehen, also liebe Hessinnen und Hessen, das muss doch ein Ansporn sein, also das muss doch hier mindestens zum Doppelten reichen, wenn die Bayern 5% bringen, also dann sollten es doch hier 10 sein. Ich finde, das hätten wir verdient und das haben wir auch verdient. Und klar, bei Landtagswahlen, es wird immer davon gesprochen, aber ich glaube, es gilt diesmal mehr denn je. Landtagswahlen sind auch immer kleine Bundestagswahlen in dem Sinne, dass sie die Bundespolitik beeinflussen. Und gerade jetzt natürlich, die schauen ja schon wie gebannt nur noch auf diese Wahlen und sind da völlig am Zittern und das haben sie auch verdient. Ich finde, man sollte jetzt wirklich diese Wahlen auch nutzen, um dieser unsäglichen großen Koalition, die jetzt seit einem Dreivierteljahr dieses Land dadurch tyrannisiert, dass sie sich mit lauter aberwitzigen Themen beschäftigt, aber nicht mit den Themen, die die Menschen wirklich bewegen, nicht mit den Themen, die darüber entscheiden, ob Menschen gut leben, nicht mit den sozialen Themen. Man sollte dieser großen Koalition auch über diese Landtagswahlen ganz klar das Zeichen geben, so darf es nicht weitergehen. Wir wollen diese GroKo nicht mehr, wir wollen dieses Weiter-so nicht mehr, wir wollen diese soziale Arroganz nicht mehr. Wir wollen ein Land, in dem endlich soziale Politik gemacht wird. Ich meine, manchmal höre ich so, Sie als Opposition, also jetzt wir, die Linke, Sie müssen sich doch freuen, wenn die Regierung so desolat ist. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich gar nicht, weil ich ja mit großer Sorge betrachte, was diese Regierung anrichtet, wie sich die Stimmung im Land verändert. Und natürlich ist es als Opposition so, man kritisiert eine Regierung für Entscheidungen, die sie trifft, wenn sie falsche Entscheidungen trifft. Aber was macht man als Opposition mit einer Regierung, die überhaupt keine Entscheidung mehr trifft, die nur noch damit beschäftigt, sich selber zu bekämpfen? Also das ist ja auch für die Opposition nicht sonderlich komfortabel. Ich meine, ich würde mir ja wünschen, es gäbe zum Beispiel eine Koalitionskrise,
Weil die SPD das ernst nimmt, was sie gerade hier in Hessen ja auch beschlossen hat, auf dem Mietengipfel, dass sie sagt, 5 Jahre lang dürfen die Mieten bundesweit nicht mehr steigen, Mietmoratorium. Und wenn sie in Berlin sagen würde, okay, wenn ihr das jetzt nicht endlich mit uns macht, dann ist Schluss mit Merkel, dann ist Schluss mit dieser großen Koalition. Und das gäbe eine Krise. Ja, das wäre doch gut. Das wäre doch endlich mal ein Thema, über das man sich streiten kann. Das wäre doch mal sinnvoll. Aber nein, sie streiten irgendwie 3 Wochen darüber, was man macht mit einem überforderten Behördenleiter. Und dann kommen sie sogar noch zu dem Schluss, erstmal, vielleicht sollte man ihn befördern. Und dann merken sie ganz erschrocken, das kommt bei den Leuten nicht so gut an. Weil doch die meisten Menschen in ihrem Alltag erleben, wenn jemand Fehler macht, und zwar gravierende Fehler, dann wird er normalerweise nicht befördert, dann hat er andere Konsequenzen. Also korrigieren Sie dann die Entscheidung und machen eine andere draus. Aber das zeigt doch schon, wie desolat diese ganze Koalition ist, dass man sich allein mit einer solchen Frage wochenlang beschäftigt und wochenlang darüber völlig blockiert ist und nicht mehr sich mit anderen Dingen befasst. Und währenddessen verändert sich dieses Land. Und es verändert sich in eine Richtung, die, glaube ich, jedem Linken, überhaupt jedem progressiven Menschen Angst und Bange machen muss. Wir haben ja ein immer aufgeheizteres Klima. Wir haben eine Zunahme von Hass und Intoleranz. Wir haben in den sozialen Netzwerken teilweise eine derartige Verrohung auch der Sprache, eine derartige Menschenverachtung, die sich dort austobt. Und wenn man das allerdings beklagt und wenn man das schrecklich findet, und ich glaube, wir alle sind uns einig darin, dass das eine ganz gefährliche Entwicklung ist, dann muss man natürlich über die Ursachen reden. Und meines Erachtens ist die Ursache dieser ganzen, dieser Zunahme von Intoleranz, dieser Verrohung, dieser zunehmenden Kälte auch, wie Menschen miteinander umgehen, natürlich die Verrohung, die wir im ökonomischen Leben, in der Arbeitswelt selbst erleben. Da fängt es doch an. Da ist doch die Wurzel dieses Übels. Ich meine, was ist denn das für ein Land, wo darüber entschieden wird, ob jemand einen unbefristeten Job erhält, danach, ob er vorher viele Krankheitstage oder wenige Krankheitstage hat, so wie das bei der Post passiert ist? Was ist das für ein Land, wo Konzerne alle Chancen haben, Betriebsteile auszulagern und zwar nur um Löhne zu drücken und Tarifverträge zu umgehen und das in immer größerem Umfang auch stattfindet? Was ist das für ein Land, wo man schon wieder einen Rekord bei der Leiharbeit vermelden kann? Über 1 Million Menschen sind inzwischen in der Leiharbeit beschäftigt. Und das ist nicht nur, dass sie da in einem unsicheren Job sind, sondern es ist eben auch ein Niedriglohnjob. 2/3 aller Leiharbeiter haben Niedriglöhne, in der Regel die Hälfte dessen, was die regulär Beschäftigten haben. Immer mehr Jobs werden so ersetzt. Und da reden die seit Jahren darüber, dass man angeblich was dagegen machen will und machen Gesetze, die die Wirkung haben, dass die Leiharbeit noch mehr boomt. Und deswegen meine ich, hier in dieser Arbeitswelt, in dieser immer rüderen Ausbeutung, in dieser Kälte, in dieser Umgangsweise, wo Menschen zu Kostenfaktoren degradiert werden, da fängt es an, dass eine Gesellschaft auseinanderbricht. Und deswegen sagen wir als Linke ganz klar, da müssen die Weichenstellungen geändert werden. Und die Weichenstellung hat die Politik gesetzt. Die Weichenstellungen wurden doch nicht in der Arbeitswelt selbst gesetzt. Warum sind denn Unternehmen in der Lage, all das zu machen? Wer hat ihnen denn den roten Teppich dafür ausgerollt? Das waren doch Politiker, die Agenda-Gesetze und Arbeitsmarktreformen beschlossen haben. Und wir sagen, damit finden wir uns niemals ab. Leiharbeit ist moderne Sklaverei. Das gehört verboten. Genauso wie der Missbrauch von Werkverträgen. Und ich meine auch, dass es so viele Menschen gibt, die von ihrer Arbeit nicht mehr gut leben können. Da stellt sich dann die Politik immer gern hin und sagt, Tarifautonomie, da können wir ja nichts daran ändern, wenn die allzu schlechte Verträge aushandeln, wenn die Unternehmen keine Tarife mehr zahlen, damit haben wir ja nichts zu tun. Was ist das für eine Verlogenheit? Erst zieht man den Gewerkschaften den Boden unter den Füßen weg und dann sagt man, die sollen mal ein bisschen besser kämpfen. Nein, hier müssen die politischen Rahmenbedingungen verändert werden und das fängt beim Mindestlohn an. Das hört nicht beim Mindestlohn auf, aber es fängt auf jeden Fall an. Es kann doch nicht wahr sein,
dass in einem so reichen Land wie Deutschland Millionen Menschen für 8,84 Euro in der Stunde schuften und malochen müssen. Davon kann niemand leben. Das ist demütigend und entwürdigend. Und wir sagen deshalb, 12 Euro Mindestlohn, das ist das Mindeste. Und das brauchen wir dringend. Und ich meine, diese ganzen angeblichen schwarzen und roten Nullen, nee, sie sind wirklich welche, also angeblich sind sie nicht. Also die ganzen schwarzen und roten Nullen, die erklären uns ja immer, dass sie ja nicht so viel Geld ausgeben können und dass sie natürlich sparsam sein müssen. Es gibt Dinge, wo man wirklich sparsam sein kann und wo man wirklich Geld sparen könnte. Zum Beispiel würde ein Mindestlohn von 12 Euro nicht nur die öffentliche Hand nichts kosten, sondern er würde sogar richtig zu Ersparnissen führen, nämlich zu 10 Milliarden Euro im Jahr, die man sich sparen würde. 10 Milliarden. Das sind nämlich die Hartz-IV-Aufstockerleistungen. Das ist die Kohle, die man an Unternehmen gibt, die miese Löhne zahlen. Das heißt, diese Aufstockerleistungen sind im Grunde eine Subventionierung von Arbeitgebern, die Löhne drücken. Und wir finden, das kann doch nicht wahr sein, dass die auch noch belohnt werden, dass die auch noch zusätzliches Geld kriegen. Und es ist völlig klar, wenn man dieses Geld, wenn man einen Mindestlohn von 12 Euro hätte, müssten die meisten Menschen nicht mehr aufstocken. Sie würden sich den demütigenden Gang zum Jobcenter sparen. Sie könnten zwar immer noch nicht gut leben von ihrem Einkommen, aber es wäre zumindest eine Grundlage geschaffen. Und auch deswegen kämpfen wir dafür. Aber natürlich wissen wir, der Mindestlohn allein, der reicht natürlich nicht. Und deswegen brauchen wir insgesamt wieder Regeln, die gnadenlose Ausbeutung verhindern. Und da ist zum Beispiel die Befristung natürlich auch ein ganz wichtiges Feld. Was hat die SPD im Wahlkampf hoch und runter versprochen, sachgrundlose Befristung zu verbieten? Und was ist passiert? Sie hat ein Gesetz gemacht, also sie machen ein Gesetz in der Großen Koalition, aber das ist eben so wie wieder alle Gesetze dieser Großen Koalition der Vergangenheit. Es hat Scheunentore an Umgehungsmöglichkeiten. Unternehmen mit weniger als 75 Beschäftigten müssen sich überhaupt nicht dran halten. Und man weiß doch, wie der Trend ist. Die gliedern einfach immer mehr Einheiten aus, dann sind sie mit weniger als 75 Beschäftigten und plötzlich ist das Gesetz hinfällig. Ja, wie kann man denn solche Gesetze machen? Entweder, weil man die Leute belügt, will oder weil man nicht fähig ist und nicht in der Lage ist, gegenüber starken Wirtschaftslobbys auch mal ein bisschen Rückgrat zu zeigen. Weil das ist doch der Kern, sonst könnten die das doch durchsetzen. Und ich meine, das Gleiche gilt doch bei den Mieten. Das ist doch wirklich unerträglich, wie man zuschaut und zuschaut, wie in diesem Land die Mieten explodieren. Und dass die Mieten explodieren, das kommt ja auch nicht einfach so von irgendwas. Das ist ja das Ergebnis von politischen Entscheidungen wiederum, in dem Falle vor allem auf kommunaler Ebene. Aber das hat ja was mit Bundespolitik zu tun, dass einfach in den letzten 15, 20 Jahren ganz viele Städte und Gemeinden unter dem Druck leerer Kassen ihre Wohnungsbestände verkloppt haben an Investoren, an Immobilienhaie, an renditeorientierte Anleger. Und natürlich, was macht ein Renditehai, was macht ein Finanzinvestor, wenn er Wohnungen kauft? Was ist sein Interesse dabei? Natürlich maximal abzusahnen. Das heißt, wenn man will, dass wieder auf dem Wohnungsmarkt normale Zustände einziehen, dann muss man diesen Skandal abstellen. Das heißt, man muss vor allem öffentlichen Wohnraum bauen und zur Verfügung stellen. Weil selbst Sozialwohnungen, die sind doch viel zu schnell auch wieder aus der Bindung raus. Wir brauchen öffentlichen Wohnraum und ein Bewusstsein dafür, dass das eine ganz Kernaufgabe der öffentlichen Hand ist. Und ich finde die Diskussion darüber auch so wichtig und wir als Linke führen sie. In welchen Bereichen darf es nicht sein, dass der Kommerz, die Rendite, das ökonomische Streben nach Profit das Entscheidende ist? In welchen Bereichen hat das katastrophale Auswirkungen? Und der Wohnungsmarkt ist so ein Bereich. Der Mieter ist doch immer in einer schlechteren Position. Und deswegen ist ja auch das, was Sie jetzt als Mietpreisbremse angeboten haben, gesetzlich völlig wirkungslos. Weil zu sagen, ja, die darf ja nicht stärker steigen, die Miete. Aber dann wird eine Wohnung frei und dann ist eine Schlange von Leuten, die diese Wohnung haben wollen. Und dann zu sagen, ja, der Mieter, der kann
kann doch einfordern, dass die Miete nicht stärker steigt. Na schön, dann nimmt der Vermieter eben den nächsten potenziellen Kunden. Also das ist doch völlig absurd zu glauben, dass man das darüber regeln kann. Und deswegen finde ich, einmal brauchen wir eine klare gesetzliche Regel, die erstmal Mietpreissteigerungen verhindert. Das kann man machen. Aber dann braucht man vor allem öffentlichen Wohnungsbau, gemeinnützigen Wohnungsbau, weil Wohnen ist ein Menschenrecht und kein Geschäftsobjekt und darf deswegen auch nicht Renditeorientierung überlassen werden. Und Ähnliches gilt doch auch für viele andere Bereiche. Es ist doch wirklich eine absolut perverse Entwicklung, dass Pflegeeinrichtungen, dass Krankenhäuser auch immer mehr von Finanzinvestoren, teilweise von Hedgefonds aufgekauft werden. Ich habe im Handelsblatt vor einiger Zeit eine Analyse gelesen, da machte sich ein Journalist darüber Gedanken, dass die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern in Deutschland noch nicht ganz ausreichend sei. Da frage ich mich wirklich, wie krank muss eine Gesellschaft sein, die überhaupt über die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern nachdenkt? Das ist doch irre, das ist doch völlig falsch. Und wir sehen ja auch, welche Konsequenzen Privatisierungen haben. In der Regel werden noch mehr die Löhne gedrückt, die Beschäftigten noch mehr ausgebeutet, die Belegschaften noch mehr ausgedünnt. Aber auch in öffentlichen, auch in kommunalen Einrichtungen ist es natürlich oft so, dass die Finanzen völlig unzureichend sind. Und ich finde gerade dieses Problem, das auch zum Beispiel im Wahlkampf ja eine große Rolle gespielt hat, der Pflegenotstand, das ist ja, das schreit einen doch täglich an, dass man hier was tun muss. Und dass sich das ändern muss, dass es nicht sein kann, dass alte Menschen dort auf so erniedrigende Weise behandelt werden, nicht weil die Pfleger sie erniedrigend behandeln wollen, sondern weil sie es gar nicht schaffen, bei dieser schlechten Ausstattung sich wirklich um jeden Menschen dort zu kümmern. Und da ist wirklich ein Punkt, wo ich einen Satz von dem alten Helmut Kohl als richtigen Satz empfinde, aber der ist vernichtend für die heutige Gesellschaft. Der hat mal gesagt, die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. So, und Schwache, das sind Kinder und Alte. Und besonders schwach und besonders hilfebedürftig sind Pflegebedürftige. Und wenn ich mir dann angucke, dass seit Jahren hier ein riesiger Notstand herrscht, dass seit Jahren hier die Zustände sich zuspitzen und Herr Spahn hat keine andere Idee, als jetzt zwar 13.000 Stellen zu schaffen, das ist noch nicht mal eine pro Pflegeeinrichtung und dann sogar noch dazu zu sagen, na ist ja schwierig, die zu besetzen, vielleicht nehmen wir auch nur Hilfskräfte, weil wir keine Ausgebildeten haben. Mein Gott, kapieren die nicht, dass ich gerade auch an solchen Gesellschaften, an solchen Fragen misst, ob diese Gesellschaft noch einigermaßen anständig miteinander umgeht und wie wir anständig mit alten Menschen umgehen. Ich finde, man darf sich damit nicht abfinden und das muss sich schleunigst ändern und das kann sich auch ändern, wenn hier endlich eine andere Politik gemacht wird. Weil tatsächlich, es gibt natürlich ein Problem, dass es immer weniger ausgebildete Pfleger gibt, dass es tatsächlich schwierig ist, die eigentlich notwendigen über 100.000 Stellen, so viele sind es ja nach allen Berechnungen von seriösen Instituten, die mehr als 100.000 nötigen Stellen in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen tatsächlich zu besetzen. Aber woran liegt denn das? Das liegt doch schlicht daran, dass die Arbeitsbedingungen und die Löhne gerade in dieser Branche, gerade für diese harte Arbeit, so miserabel sind, dass tatsächlich das ja nicht besonders attraktiv ist für junge Menschen, sich in eine solche Ausbildung zu begeben. Das ist ja regelrecht eine Abschreckung. Und dann kann man doch nicht sagen, na gut, wenn die Ausbildung immer weniger gemacht wird, dann nehmen wir halt die Unausgebildeten. Vielleicht könnte man ja auch mal auf eine andere Idee kommen. Ich meine, da reden die immer vom Fachkräftemangel. Was ist denn eigentlich der Kern des Fachkräftemangels? Es ist ein Mangel an Unternehmen, die bereit sind, harte Arbeit anständig zu bezahlen. Das ist der Kern des Fachkräftemangels in ganz vielen Bereichen.
Ich meine, das gilt ja auch für viele andere. Ich war vor kurzem auf einem Betriebsrätekongress der WISAG. Das ist auch so ein Konzern, der eben vor allem im Niedriglohnbereich arbeitet, der vor allem zum Beispiel die Sicherheit an den Flughäfen, Reinigungsgewerbe, viele Leiharbeiter auch, der in dem Bereich tätig ist. Und da habe ich auch noch mal ganz plastisch von den Beschäftigten oder von den Betriebsräten die Situation geschildert bekommen. Das sind ja vielfach auch Bereiche, die outgesourced wurden, die früher mal ordentlich bezahlt waren. Und das läuft alles so. Und ich meine, jeder Politiker könnte da theoretisch hingehen, wenn er schon keine Ahnung hat, und sich dort ein Bild machen. Und wenn man das erlebt und wenn man mit diesen Menschen spricht, und da ist es auch so, die haben auch langsam einen Fachkräftemangel, weil man natürlich nicht gerne härteste Arbeit zu Niedriglöhnen machen will. Aber dann muss man doch endlich sagen, wir brauchen in Deutschland nicht diesen riesigen Niedriglohnsektor, sondern der muss endlich ausgetrocknet werden. Und Lohndumping muss verhindert werden. Das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das betrifft nicht nur die Niedriglöhne haben. Das betrifft die Gesamtgesellschaft. Und ich meine, natürlich sind die niedrigen Löhne ja auch ein Problem für die Sozialversicherung. Ist doch völlig klar. Und da reden Sie dann auch immer darüber, für die Rente zum Beispiel, dass angeblich ja nicht so viel da wäre und deswegen muss man die Rente kürzen. Das haben Sie ja seit Jahren gemacht. Und die aktuelle Situation bei der Rente ist ja wirklich auch erschreckend. Wir haben ja aktuell eine Situation, dass jeder sechste Rentner arm ist, also unter die Armutsschwelle fällt. Jeder sechste Rentner in Deutschland. Und jeder von uns kennt die Bilder von alten Menschen, die irgendwo Flaschen sammeln. Und ich muss sagen, es graust einen jedes Mal, wenn man das sieht, weil man sich auch irgendwie hilflos fühlt. Und weil man den Eindruck hat, das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht sein. Und das sind vielfach Menschen, denen man ansieht, dass sie aus einem normalen Leben kommen, dass sie wahrscheinlich sogar viele, viele Jahre gearbeitet haben, hart gearbeitet haben und am Ende müssen sie im Alter so schlecht leben, dass sie keinen anderen Ausweg sehen. Und wenn ich jetzt sehe, dann die Große Koalition, was macht sie? Sie feiert sich jetzt dafür, dass sie ein Gesetz macht, dass die jetzige Situation, also die jetzige Rentenhöhe, also die Situation, dass jeder sechste Rentner arm ist, bis 2025 stabilisiert. Da feiern die sich dafür. Und dann machen sie noch eine sogenannte Grundrente, die darauf hinausläuft, dass jeder, der mehr als 35 Jahre gearbeitet hat, am Ende etwa 70 bis 80 Euro mehr bekommt als den Hartz-IV-Satz. Und das finden Sie jetzt gravierende Maßnahmen im Kampf gegen Altersarmut? Also das ist doch wirklich eine Veralberung der Menschen. Und wenn Sie dann eine Rentenkommission einsetzen, die sich dann mit der weiteren Zukunft beschäftigen soll, damit Sie irgendwie das Problem in den Griff kriegen. Also können die nicht mal von A nach B denken? Können die nicht mal den ersten Schritt, wenn Altersarmut steigt, weil über viele Jahre die Renten gekürzt wurden, da brauche ich doch keine Kommission, um zu dem Schluss zu kommen. Vielleicht könnte ich die Rentenkürzungen zurücknehmen, dann wäre auf jeden Fall die Altersarmut schon mal deutlich geringer. Also da brauche ich doch nicht Kommissionen damit zu beschäftigen. Das liegt doch auf der Hand. Und eigentlich brauche ich auch keine Kommission, um zu begreifen, dass dieser ganze Riester-Schwachsinn nicht funktioniert. Da gibt es schon 1000 Studien dafür. Jeder weiß im Grunde, dass die Riester-Produkte und auch dieser Betriebsriester von Frau Nahles, dass das völlig unsichere Produkte sind, wo die Menschen teilweise ihr Geld versenken und davon werden dann Provisionen und Gewinne der Finanzindustrie bezahlt. Und der Staat finanziert das auch noch und subventioniert das auch noch. Was für ein Irrsinn. Da können Sie doch mal im europäischen Ausland sich umgucken, wo es Gegenbeispiele gibt einer wirklich sinnvollen Rentenreform. Und die gibt es ja. Es gibt natürlich Länder, die haben zum Beispiel ihr Rentensystem dadurch stabilisiert, dass sie gesagt haben, wir machen einen großen Rententopf und da zahlen in Zukunft eben alle ein. Also auch die Selbstständigen, auch die Beamten, auch die Politiker. Alle zahlen ein und dann ist natürlich auch mehr da. Die Österreicher zum Beispiel, die haben das so gemacht und sie haben dann noch eine Maßnahme getroffen, die ich sehr sinnvoll finde. Sie haben nämlich entschieden, dass der Arbeitgeberbeitrag um 2 Prozentpunkte höher ist als der Arbeitnehmerbeitrag. So rum geht's auch. Das ist auch möglich. Ich weiß nicht, warum in Deutschland immer nur das Gegenteil geht.
Und das Ergebnis ist, dass in Österreich tatsächlich ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr im Monat hat als in Deutschland. Das ist doch ein gewaltiger Unterschied. Und wenn Sie uns dann erzählen, ja, da sind doch ganz andere Bedingungen, die müssen ihre Rente versteuern, das müssen inzwischen die deutschen Rentner auch zunehmen und es hätte eine andere Demografie, so viel anders ist die gar nicht. Aber selbst wenn die Übernahme dieses Modells in Deutschland nur bedeuten würde, dass jeder Rentner 600 oder 700 Euro mehr in der Tasche hätte. Ja, selbst dafür würde es sich doch lohnen. Das sind doch billige Ausreden, dass Sie diesen Weg nicht gehen wollen. Das wäre eine vernünftige Rentenreform. Und so gibt es doch in ganz vielen Bereichen Dinge, die man umsetzen könnte und längst in diesem Land hätte umsetzen können. Nur wir alleine können es natürlich nicht schaffen. Deswegen brauchen wir andere Mehrheiten. Wir brauchen eine andere Regierung. Wir brauchen gesellschaftlichen Druck, wenn wir das durchsetzen wollen. Weil ich habe es auch satt, dass immer so getan wird, als sei das Geld nicht da für all diese Dinge. Wir können ja als Linke, wir sind ja schon im letzten Wahlkampf, haben wir als Einzige eigentlich ein richtig durchgerechnetes Konzept gehabt. Und da wird immer gesagt, ja, das sei alles nicht finanzierbar. Natürlich ist es finanzierbar. Man muss sich ja nicht nur mit dem bescheiden, was man jetzt hat. Ich meine, ich finde schon, das spricht sehr für die Linke. Wir sind ja wirklich die Einzigen, die noch das Rückgrat haben, offen zu sagen und dafür zu kämpfen, dass der Reichtum in diesem Land mindestens so unerträglich ist, der große Reichtum, wie die zunehmende Armut. Und dass wir es ganz unerträglich finden, wenn sich da riesige feudale Vermögen anhäufen. Ich meine, wenn in Deutschland 45 Menschen so viel Vermögen haben wie die Hälfte der Bevölkerung, da ist doch was schiefgelaufen. Und deswegen sind wir überzeugt, wir brauchen endlich eine Vermögenssteuer wieder für große Vermögen, weil da liegt doch das Geld. Da liegt das Geld, was wir holen können. Davon können wir doch viel Sinnvolles finanzieren. Und dann schallt uns ja manchmal entgegen, eine Vermögenssteuer, das sei doch eine Enteignung, das dürfe man doch nicht. Das sei doch eine Zumutung für die armen Millionäre, dass sie dann ihr versteuertes Geld im Vermögen nochmal versteuern müssten. Als ob nicht jeder Normalbürger sein versteuertes Geld immer nochmal versteuert. Wenn er zum Beispiel sich etwas einkauft, ein paar Schuhe, dann bezahlt er Mehrwertsteuer drauf. Ist auch versteuertes Geld, was nochmal versteuert wird. Nur bei den Millionären, da sind sie dann immer ganz mitfühlend. Und bei den Millionären, da haben sie dann immer die Angst, dass das doch eine Enteignung wäre. Und ich glaube, kaum eine Steuer ist so wenig eine Enteignung wie eine Vermögenssteuer. Weil enteignen kann man doch nur, was sich Leute selbst erarbeitet haben. Und mir soll doch... Mir soll doch keiner erzählen, dass irgendein Mensch in der Lage ist, sich hunderte Millionen oder gar Milliarden selbst zu erarbeiten. Das ist nicht selbst erarbeitet, das ist das Produkt der Arbeit anderer, das angeeignet wurde. Und gerade deshalb ist es auch so wichtig und wäre es auch völlig angemessen, von diesem Geld, was wir alle gemeinsam erarbeitet haben, was die Bevölkerung dieses Landes erarbeitet hat, was sich da auf wenigen privaten Konten häuft, über eine Vermögenssteuer wenigstens einen gewissen Teil wieder für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Das ist keine Enteignung, das wäre eine Rückgabe. Da würden wir uns wenigstens mal wieder zurückholen, ein bisschen was von dem, was uns eigentlich gehört. Und wir könnten sinnvolle Dinge dazu machen und sinnvolle Dinge damit finanzieren, wie gute Bildung, gute Pflege und gute Renten. Und deswegen, ja, in diesem Land muss sich ganz viel ändern. Und wir brauchen gesellschaftlichen Druck. Und wenn man jetzt bei den Landtagswahlen, wenn man da die Linke wählt, wenn die Linke sehr stark wird, da bin ich natürlich überzeugt, das ist dann auch richtig Druck. Weil, seien wir doch mal ehrlich, die AfD, die ärgert die doch gar nicht, wenn die stark wird. Also ob das in Bayern ist oder ob das in Hessen ist, wenn man sich das Wirtschaftsprogramm der AfD anguckt, das ist doch eine Bestärkung der Politik, die die Regierungen dort machen. Da ist doch kein großer Unterschied. Das ist doch letztlich genau das Gleiche. Wie kann man glauben, dass man sie damit ärgern kann?
Also zum Beispiel in Bayern, da kämpft die CSU seit Jahren für die Abschaffung der Erbschaftssteuer, also die endgültige Abschaffung der Erbschaftssteuer. Ja, wenn die AfD dort stark einzieht, hat sie noch einen Verbündeten, die will die Erbschaftssteuer nämlich auch abschaffen. Oder ich habe noch im Kopf, wir hatten ja vor kurzem im Bundestag die Debatte über die Mietpreisbremse. Was da die Kolleginnen und Kollegen von der AfD, na Kolleginnen haben die nicht viele, also die Kollegen der AfD dazu gesagt haben. Sie haben uns nämlich belehrt, wir haben ja einen Antrag eingebracht für einen Mietpreisstopp und dann haben sie uns belehrt, das sei doch ein Eingriff in die Privatautonomie des Vermieters. Das war die glorreiche Position der AfD zur Mietpreisbremse. Und ich muss sagen, ich verstehe, dass ganz viele Menschen wütend sind und ich verstehe, dass ganz viele Menschen protestieren wollen. Aber man protestiert nicht gegen eine sozial verheerende Politik, wenn man Leute wählt, die diese verheerende Politik noch verschärfen wollen und die nur auf Ausgrenzung und nur auf Hass und Gegeneinander ausspielen setzen. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir mit starken Ergebnissen einziehen, weil ich ein kleines bisschen Hoffnung habe, dass das irgendwann vielleicht auch dazu führen würde, dass diese SPD-Spitze mal darüber nachdenkt, ob sie so weitermachen kann. Also das ist ja wirklich schon, das ist ja wirklich schon so, dass einem eigentlich es die Sprache verschlägt, wie da eine Umfrage nach der nächsten weggesteckt wird. Jetzt sind sie bei einem Umfrageinstitut bei 16, bei dem anderen bei 17 und man macht einfach weiter. Also irgendwie hat man sich so in der Rolle Orchester auf Merkels Titanic so richtig schön eingerichtet. Aber ehrlich gesagt, natürlich sind wir nicht die SPD und wir kämpfen für uns. Aber andererseits kann ich als Linke natürlich auch nicht zufrieden darüber sein, dass die SPD so abschmiert. Weil, also verdientermaßen abschmiert, aber es ist natürlich das Problem, dass wir so immer schwerer andere Mehrheiten in diesem Land bekommen. Und deswegen denke ich schon, das ist ein wichtiger Druck, je stärker die Linke wird, desto eher ist vielleicht da auch eine Chance auf Umdenken. Und was wir aber vor allem auch brauchen, wir brauchen auch mehr gesellschaftlichen Druck. Die haben sich so eingerichtet, die scheinen ja überhaupt nicht zu merken, dass ihnen alles wegschwimmt und dass sie durchaus Gefahr laufen, so zu enden, wie die Sozialdemokratie in Frankreich oder Niederlanden geendet ist, nämlich in der politischen Bedeutungslosigkeit. Und deswegen brauchen wir gesellschaftlichen Druck in Richtung einer anderen Politik. Und das war die Idee, warum wir Aufstehen gestartet haben. Weil wir der Meinung sind, wir brauchen einerseits eine starke Linke in den Parlamenten, aber wir brauchen eine breite Bewegung außerhalb der Parlamente, die Druck macht in Richtung besserer Löhne, höherer Renten und mehr sozialer Gerechtigkeit, weil das dieses Land dringend braucht. Und deswegen möchte ich an euch alle appellieren. Ich finde, wir sind alle, glaube ich, in einer Meinung. So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Es braucht Gegendruck und es braucht die ganz klare Botschaft nach Berlin und auch hier natürlich an die hessische Regierung. So muss Schluss sein. In Hessen, die können wir wahrscheinlich jetzt könnt ihr abwählen. In Berlin, die können wir zwar noch nicht abwählen, aber wir können klare Signale aussenden. Und deswegen meine Bitte, nutzt die hessische Wahl, um da ganz klar zu sagen, wir stärken die Stimme für soziale Gerechtigkeit im Landtag. Und gleichzeitig appelliere ich an jeden und alle von euch, macht mit bei Aufstehen, engagiert euch bei Aufstehen, damit auch außerparlamentarisch ein großer Druck entsteht und wir wirklich in überschaubarer Zeit andere Mehrheiten in diesem Land bekommen und eine andere Politik in diesem Land, damit nicht am Ende die Finsterlinge der AfD die Profiteure sind, sondern wir brauchen eine Politik für sozialen Zusammenhalt, eine Politik für soziale Gerechtigkeit, wo die Menschen spüren, dass ihre Interessen im Mittelpunkt stehen, sonst werden immer wieder Hassprediger davon profitieren können, dass viele unzufrieden sind. Das wollen wir alle gemeinsam nicht. Und deswegen lasst uns gemeinsam verhindern. Ich danke euch.